Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, mit diesem Video möchte ich Ihnen einige lichtvolle Impulse zu einem besseren Verständnis der jetzigen und kommenden Zeit geben. Und zwar basierend auf meinen Erkenntnissen in Verbindung mit den Veden, aber auch anderen Weisheitslehren. Denn letztlich ist es ja so, dass die Astrologie Indiens heißt ja Jyotish. Und Jyotish bedeutet die Wissenschaft vom Licht. Und was ist die Aufgabe vom Licht? Die Aufgabe vom Licht ist, Orientierung zu geben, damit wir in der Dunkelheit sehen, wo wir sind, wo es hingeht, warum das so ist und was das für uns bedeutet. Und viele möchten das ja gerne anders verstehen, so nach dem Motto, kann uns die Astrologie nicht genau vorhersagen, wie lange wir mit unserem alten Leben noch weitermachen können, damit wir wissen, wann wieder alles gut und normal ist, damit man sich nicht verändern muss. Allerdings, so ist es eben nicht, denn die Schöpfung basiert auf Wachstum und auf Veränderung. Und in dieser Ebene, in der wir uns befinden, hier auf der untersten Ebene der materiellen Welt, ist es so, dass Wandel die Normalität ist. Es gibt nichts Beständiges und deswegen ist auch hier nicht die sogenannte Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist dort, wo wirklich gewirkt wird und die ist in der lichtvollen Welt. Und so möchte ich Ihnen mit diesem Video ein paar Informationen an die Hand geben, basierend auch auf dem Newsletter oder auf meinem Rundbrief vom Januar 2021, den meine Leser ja erhalten haben und basierend auf dem Rundbrief, der auch Ende Februar an die eingetragenen Nutzer geht, wo ich diesbezüglich auch nochmal stärker drauf eingehe. Nun, ich möchte Sie auch mit nichts überzeugen. Ich will Sie nicht von Ihren eigenen Erkenntnissen irgendwie abbringen. Bitte vertrauen Sie immer Ihrer göttlichen inneren Führung selber. Gleichzeitig gibt es aber da draußen sicherlich auch Menschen, die sehr gerne Impulse oder Inspirationen hier aufnehmen möchten, um mehr Licht in dieser Zeit des Wandels und der Transformation bekommen zu können. Das setzt einige Dinge voraus, die wir aus der Adlerperspektive betrachten müssen, verstehen müssen, damit wir zu einem Draufblick kommen. Ja? Denn wenn wir so im Geschehen drinstecken, was augenblicklich passiert, dann könnte man ja sprichwörtlich in Anführungsstrichen vom Glauben abfallen, was sicherlich von bestimmten Kräften her auch gezielt so gewollt ist. Doch ich hoffe, Sie haben in den letzten Jahren bereits enorm daran gearbeitet, Ihren Glauben zu vertiefen, Ihre innere Festung aufzubauen, Ihren Lichtkörper zu entwickeln, sich mit der Gotteskraft zu verbinden, Ihre Meditationen zu vertiefen, Ihrem Schöpfer zu begegnen oder wie auch immer ich das ausdrücken soll, sodass Sie nun einen Stand haben und wie ein Fels in der Brandung stehen, um nicht nur selbst gut hindurchzukommen, in dieser Zeit des großen Wandels, sondern auch für andere ein Licht und ein Anker sein zu können. Und das Ziel dieses Videos ist es jetzt, Ihnen ein paar andere Blickwinkel an die Hand zu geben, wie sich die Dinge darstellen. Ich schreibe mir das auch nicht zu, dass ich da sage, ich bin da besonders schlau oder ich wüsste da besonders viel, sondern die Dinge sind so über die Jahre und meine Arbeit und meine Sehnsucht, das besser zu verstehen, so zu mir gekommen. Und so kann ich Ihnen nur das weitergeben, wo
oder wie ich die Dinge als vedischer Astrologe eben betrachte und auch für die kommende Zeit einschätze. Und möchte auch gleich dazu bemerken, dass ich sehr, sehr dankbar bin für das, was da alles so gekommen ist. Denn ich spüre auch jetzt, dass ich dieses innere Vertrauen, dieses Urvertrauen, ja, oder diese Anbindung sehr, sehr gerne habe, weil es mir leichter macht, weil es mir das leichter macht, mit dem, was jetzt ist, umzugehen, ja. Denn ich würde das, ja, nur, es ist sehr schwer, mit diesen ganzen Sachen ohnehin umzugehen. Und das Wichtigste, und dazu habe ich immer aufgerufen, auch in den Newslettern, die mich kennen, war ja immer, dass Astrologie hauptsächlich das Ziel hat, dass der Mensch sich wieder lichtwärts bewegt und mit seiner Quelle verbindet. Und es hat nichts mit einer bestimmten Religion zu tun, dass man meinetwegen nur durch Jesus Christus oder nur durch Buddha oder nur durch, was weiß ich, Krishna oder nur durch, nein, sondern wenn die Sehnsucht entsprechend da ist, dann ist gerade in der jetzigen Zeit die Verbindung direkt möglich. Und da möchte ich auch gleich noch näher drauf zu sprechen kommen. Denn Wahrheit ist nicht das Exklusivrecht einer bestimmten Religion. Das will ich ganz klar hier rausstellen. Auch wenn ich vedische Astrologie mache, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Letztlich sind wir alle, gehören wir alle zusammen. Und sind alle eine große Menschenfamilie unter der Herrschaft des göttlichen Vaters. So, jetzt mal zur Orientierung. Was ist jetzt augenblicklich eigentlich los? Wo kommen wir her? Wo geht die Reise hin? Und was soll das Ganze und was passiert? Denn wir haben ja eine besondere Situation, dass wir seit 2020 eine globale Entwicklung haben, die wir weltweit sehr eindeutig wahrnehmen können und die zwar vorher schon da war, aber für viele noch mehr nicht wahrnehmbar war. Aber jetzt wird es immer offenkundiger und das wird jetzt auch ziemlich an Fahrt aufnehmen und immer noch deutlicher werden. Täglich ist meine Meinung. Und dies hat damit zu tun, dass wir in einer Wendezeit leben. Und diese Wendezeit ist ein besonderer Unterzyklus, der in diesem dunklen Zeitalter, in dem wir uns seit 3102 vor Christus befinden, begonnen. Denn wir leben im sogenannten Kali-Yuga. Das ist das Zeitalter von Kal. Kal ist der Herr der Finsternis, der unteren Welten. Und können wir auch übersetzen, der gefallene Engel, der jetzt seine Hochzeit hat. Und der hat jetzt eben diese Zeit, wo er leichter mit seinen Gesellen inkarnieren konnte, weil sich die Menschheit am weitesten von der Quelle entfernt befindet. Und deswegen inkarnierten und inkarnieren auch besonders viele aus den niederen Astralebenen auf der Erde. Das sehen wir, denn viele Dinge, die wir beobachten, ja, und die passiert sind, denken Sie nur allein an die letzten 100 Jahre mit den beiden furchtbaren Weltkriegen. Jetzt hatten wir wieder so ein paar Jahrzehnte eine vermeintliche Ruhe, aber das war nur eine weitere Einschläferung, um eine Vorbereitung zu haben für die Zeit, die sich jetzt so abzeichnet. Das klingt erstmal irgendwie besorgniserregend, soll es aber nicht, denn für all diejenigen Menschen, die sich jetzt ganz klar positioniert haben, dass sie bedingungslos und in vollem Vertrauen zu ihrer Quelle, zur allmächtigen Kraft stehen, kann nichts geschehen, denn Licht ist stärker wie Schatten. Das ist immer klar. Da gibt es auch gar
Diskussion, das weiß jeder. Stellen Sie sich einen dunklen Raum vor, ja, und jetzt ist das Licht hunderte von Jahren, tausende von Jahren darin, und dann kommt hier das Licht, ja, und was ist mit dem Schatten? Er kann nicht sagen, Moment mal, ich bin da schon seit 5000 Jahren da, jetzt hat, das habe ich ja, da kann man nicht innerhalb von einer Sekunde einfach so gehen, ich bleibe jetzt. Nein, sondern der Schatten, wusch, Feierabend für den Schatten. Und jetzt fassen wir das mal ein bisschen konkreter, jetzt machen wir das mal ein bisschen konkreter, weil das ist eine Riesensache, in der wir uns momentan befinden, eine Riesenzeit mit gigantischen Möglichkeiten, nämlich jetzt in diesem Zeitfenster, wo auch eine Art goldenes Zeitalter für 10.000 Jahre anbricht, frei zu werden aus dem Rad der Wiedergeburten. Denn aus Sicht der Weisheitslehren, aus Sicht der kompetenten Propheten, der großen Meister, der spirituellen Lehrer, und dabei ist es egal, ob es sich um Jesus Christus handelt oder um Buddha oder um Guru Nanak oder um einen anderen erleuchteten Seher, ist es so, dass wir jetzt ein ganz wichtiger Zeitpunkt kommt. Wir wissen nämlich aus den Veden, genauer gesagt aus den Puranas, dass 5000 Jahre, nachdem das Kali Yuga vor dass 5000 Jahre, nachdem das Kali Yuga begonnen hat, und das ist ungefähr jetzt, ein Unterzyklus beginnt, wo für 10.000 Jahre eine Art goldenes Zeitalter beginnt. Das ist aus einem Gespräch in den Puranas, wo die Meergöttin Varuna den Gott oder die Gottheit, sage ich mal genau dazu, Krishna fragt, ob denn wirklich jetzt 432.000 Jahre das Kali-Yuga dauert oder ob das mal irgendwann zwischendrin anders ist. Und hier antwortete eben die Gottheit Krishna, der Avatar Krishna, dass 5000 Jahre nach Beginn des Kali-Yugas ein Unterzyklus kommt, wo für ca. 10.000 Jahre eine Art goldenes Zeitalter kommt. Und das deckt sich in etwa mit dem, was wir aus dem Maya-Kalender wissen, der ja auch sagte, dass 2012 ein Zeitpunkt zu Ende ging und auch ein neues Kapitel aufgeschlagen wird mit einer lichtvolleren Zukunft. Außerdem gibt es weitere Prophezeiungen von kompetenten Rishis, Propheten, Meistern, die das sagen. Zum Beispiel ist es eben so, dass wir auch anhand der planetaren Energien erkennen können, dass hier ein besonderer Zyklus angebrochen ist und wir uns in einer besonderen Zeit befinden. Bitte lesen Sie dazu den Newsletter aus dem Januar, da ist das also alles stärker ausgeführt. Und wenn wir jetzt da noch weitergehen, dann schlagen wir jetzt mal die Brücke zur Bibel, ja, weil dass wir uns nicht nur auf den Veden aufhalten. Hier ist es so, dass wir in der Bibel lesen, dass der Dunkelfürst, sagen wir Satan dazu, ihm wurde von Gott für 1000 Jahre zugestanden, dass er hier sein Reich aufbauen könnte. Das war im Jahr 1019, weil 1019 ist, ja, bitte nicht erschrecken, aber das ist einfach so, wenn man tiefer forscht, und Sie müssen mir das überhaupt nicht glauben, auch wenn es Ihr Weltbild total durcheinander bringt, aber dafür kann ich nichts. Das muss jeder für sich selber herausfinden. 1019 ist das richtige Sterbedatum von Jesus Christus. Also hier war eine Verschiebung um 1000 Jahre, wo viele Dinge nicht stimmen. Das bedeutet, diese 1000 Jahre haben 2019 geendet, wo Satan von Gott, der dem Satan zugestanden war, eben hier seine Machenschaften auszuleben, viele Anhänger zu finden, sich die Erde, seine Schöpfung aufzubauen, was er ja gezeigt hat. Und sehr einsichtig war er ja nicht. Er hat ja nach wie vor sich bemüht,
alles entgegen der göttlichen Ordnung weiter aufzubauen und möglichst viele Menschen entsprechend zu verführen. Und so haben sich viele Menschen, ja, von uns weiter durch diesen großen Dämon dämonisieren lassen. Und das wurde uns ja und wird uns immer noch sehr, sehr ganz deutlich gezeigt, wo wir da alle stehen im Augenblick. Und diese Zeit ist aber jetzt vorbei. Das heißt, jetzt beginnt dieses goldene Zeitalter und es hat so eine Qualität. Kennen Sie den Film von Dracula? Ja, der, wenn wusste, es kommt jetzt der Tagesanbruch und das Licht kommt, dann wird der nervös. Und Sie müssen Folgendes verstehen: Kali oder Satan oder ja, Luzifer, je nachdem, also, oder ich sag mal die negative Kraft, die Dunkelkraft, ja, die baute ja ihre Schöpfung nur auf Lüge auf und Täuschung, ja. Das heißt, alles ist Lüge und Täuschung, nichts stimmt. 90% der Geschichtsbücher, der Lehren der Universitäten, der Bildung, das kann man alles verheizen, großes Feuer draus machen, das ist alles Illusion. Warum ist es so? Das sind erschreckende Botschaften. Deswegen möchte ich Ihnen mal kurz hier einblenden, den Schöpfungsaufbau aus Sicht der Veden, der kompetenten Meister, damit wir auch hier mal ein bisschen einen anderen Blickwinkel bekommen. Ich habe das hier, Moment. Und zwar gibt es insgesamt 8 Ebenen. Okay? Und wir befinden uns auf der untersten Ebene, der grobstofflichsten Ebene, der materiellen Ebene, das ist hier herunter, ja, wo ja, die Materie am schwerfälligsten ist. Dann kommt darüber die Astralebene und Astralebene, da hören wir schon das Wort Astrologie, ja, das sind die Sterne, die wir sehen, da kommen wir in den Astralbereich und das ist dort so, dass die Materie nur noch 87,5% hat und schon 12,5% Geist ist. Das ist ein Bereich, da können Leute durch Astralreisen und so reinkommen, ja, oder durch gewisse esoterische oder okkulte Techniken, ja, und die denken dann, oh, was habe ich da schon gesehen, ja, ganz toll, unglaublich, ich bin ja schon erleuchtet oder so, aber wie Sie schon diesem schwarzen Kreis hier entnehmen dürfen, befindet sich auch die erste Ebene, die Astralebene, immer noch innerhalb der sogenannten drei Welten, die alle unter dem Einflussbereich der Herrschaft von Karl oder der negativen Kraft sind. Denn die Täuschung ist nicht nur auf der Erde hier, sondern die geht in dem feinstofflichen Bereich, wo sogar weniger Materie ist und langsam der Geist zunimmt, auch noch weiter. Die negative Kraft ist nämlich nach Gott die zweithöchste mächtige Kraft und die Täuschung und Manipulation hört nicht auf, nur weil man den Körper verlässt. Sie sehen die Astralebene, ja, hier sind auch die Pitrilokas, also die Ebene der Vorfahren, von wo aus dann auch wieder die Reinkarnation geplant wird, weil in diesem unteren Bereich, und jetzt kommen wir zur nächsthöheren Ebene, das ist hier dann die zweite Ebene, also die zweite Ebene nach der untersten Ebene, das ist die sogenannte Kausalebene, die Ebene der roten aufsteigenden Sonne. Und hier haben wir schon 25% Geist und nur noch 75% Materie. Das heißt, der Körper wird langsam leichter, ja, und das Bewusstsein nimmt zu. Aber Sie sehen, diese ganzen drei Ebenen befinden sich alle, und das ist damit gemeint, befinden sich alle unter dem Einflussbereich von Karl, der negativen Kraft, sprich die Seele ist gefangen im Rad der Wiedergeburten. Deswegen finden Sie auch in den Veden immer wieder die Aussage von den drei Welten, dem Herrscher der drei Welten. Ja, was ist denn damit gemeint? Damit ist gemeint, dass diese materielle Ebene, die Astralebene und die Kausalebene. So, und das ist jetzt ja auch die Thematik der Astrologie. Wo ist denn die angesiedelt? Wie weit kann denn die Astrologie schauen bezüglich, ich sag jetzt mal,
künftigen Entwicklungen. Nun, die Astrologie ist angesiedelt in der Astralebene. Das bedeutet, sie kommt aus dieser Ebene, Astralebene, ne, die Sterne wie die Astrologie. Wir müssen aber jenseits der Sterne kommen. Wir müssen die Sterne und Planeten überschreiten. Wenn wir uns immer noch unter dem Einfluss der Planeten befinden, sind wir immer noch im Zugriff oder im Wirkungsbereich von Kal, der negativen Kraft, Satan oder nennen Sie es, wie Sie wollen. Und das erklärt auch übrigens, wenn Sie astronomische Texte lesen aus dem alten Indien, ja, da gibt es die Surya Siddhanta, das sind die ältesten astronomischen Grundlagentexte der indischen Astrologie. Und da steht drin, dass die Astrologie Indiens oder für die Menschheit durch den Dämon Matsya zur Menschheit kam, von einem Dämon. Übrigens, das Gleiche finden wir auch in den Apokryphen. Ja? Die Apokryphen kennen Sie. Ich schlage jetzt die Brücke rüber zur westlichen Kultur. Dort steht im Buch Henoch, dass die Astrologie durch den, wie heißt er, warten Sie, durch den Dämon Kokabiel oder ja, also durch den gefallenen Engel heißt da Kokabiel gekommen ist, ja. Und das ist also auch ein großer Engel, ja, der 365.000 Geister mit als Armee hat, aber hier viel wichtiger ist, soll auch die Astrologie gelernt haben, seinen Verbündeten. Und damit wird klar, ja, worauf ich also hinaus möchte, wir müssen, wenn wir daran glauben, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir den göttlichen Funken in uns tragen haben, in uns tragen, dann ist auch klar, dass wir auch den Einflussbereich der Planeten auch überschreiten müssen. Ja? Das heißt, wir sind mächtiger. Das, was in uns ist, ist mächtiger und größer als wie diese drei Welten. Denn diese drei Welten halten die Seele gefangen im Rad der Wiedergeburten, was aber nicht das Ziel ist. Denn das Ziel ist, dass wir aufsteigen von einer verkörperten Seele, einer Seele in einem Gefängnis, zu einer befreiten Seele. Sie merken es ja momentan, ne? Die Seele ist im Körper drin und sie kann jetzt nicht sagen, oh, ich will jetzt mal schnell hier auf die zweite Ebene gehen, fünfte Ebene gehen, dann komme ich wieder zurück, dann gehe ich hierhin, gehe ich dorthin. Das wäre eine befreite Seele. Ja? Ein Hamsa, ja, nennt man das im Sanskrit. Wir sind aber eine gefangene Seele, ja, die in diesem Körper drin sitzt und die da nicht bestimmen kann, dass sie geht. Und wir wurden auch hier heruntergeschickt und müssen unser Karma abtragen, denn diese drei Ebenen hier herunter sind unter dem Gesetz des Karmas. Das Gleiche gilt auch für Satan, denn die Kraft, die nach Gott die nächsthöchste Kraft ist, und diese Kraft glaubt es aber nicht, denn sie denkt, sie wäre mächtiger wie Gott. Und so müssen wir Folgendes verstehen, dass diese Kraft Kal zum einen versucht, möglichst viele Menschen zu verführen, damit sie ihn verehren, ja, und damit sie im Kreislauf der Wiedergeburten bleiben, weil sie sich verführen lassen und eben ein Leben führen, das nicht auf der Basis der göttlichen Ordnung stattfindet. Denn der Dunkelfürst baut ja eine Schöpfung auf oder baut seine Schöpfung auf, die entgegengesetzt ist der göttlichen Ordnung. Und die Menschen merken ja jetzt immer mehr, ne, das Kopfschütteln nimmt ja immer mehr zu. Man sagt, ja, geht's noch? Was ist denn da los? Ja, das geht doch gar nicht. Das ist das Gute daran. Das bedeutet, wir kommen jetzt in eine Zeit, wo wir immer deutlicher wahrnehmen, unsere wahre Heimat ist nicht hier. Wir sind ein Tropfen aus dem göttlichen Ozean, der sich verirrt hat,
im Jahrmarkt der Welt und sich durch die Sirenen hat betören lassen und nun in den Kreislauf der Wiederverkörperung geraten sind und seine wahre göttliche Heimat, die über diesen unteren Ebenen liegt, vergessen hat. Dadurch haben wir Karma angehäuft und damit wir aber wieder verstehen, dass wir nicht hierher gehören, kommen seit Anbeginn der Zeit Heilige, Propheten oder kompetente Meister. Und damit meine ich Meister, die nicht, weil Meister und Propheten, da gibt es, dies gibt es auch verschiedene Ebenen. Ja? Es gibt leider in der dunklen Zeitalter, in der wir jetzt leben, viele falsche Fürsten und Lehrer und Meister und Propheten, die natürlich den Menschen etwas vorgaukeln. Ja? Und ich muss aufpassen, was ich hier sage, aber wenn Sie da in verschiedene religiöse Einrichtungen schauen, dann wissen Sie genau, was ich meine. Aber das macht auch nicht Halt vor Indien, weil auch dort gibt es, hätte ich gesagt, Tausende von falschen Gurus. Ja? Und das ist das Thema, weil wir momentan eben in der Endphase von Kali Yuga sind, im Übergang zum goldenen Zeitalter, wo das alles aufliegt und aber die Gnade gleichzeitig auch am größten wird, jetzt nicht nur das zu durchschauen, sondern endgültig nach Hause zurückzukehren ins Haus des Vaters. So, und Sie sehen schon, wenn wir jetzt hier weitergehen, jetzt gehen, also diese Ebenen hier, materielle Ebene, Astralebene, Kausalebene, das ist der Bereich, wo wir immer noch als Seele gefangen sind. Ja, dann kommen wir nach dem Tod meinetwegen in die Astralebene, dort haben wir eine gewisse Zeit und dann gehen wir wieder herunter und dann müssen wir halt wieder nachsitzen und in der Besserungsanstalt Gottes unsere Lektionen lernen, weil wir es immer noch nicht gelernt haben, wie die Reise in die wahre spirituelle Heimat aussehen müsste. Wie die aussehen müsste, das lehren uns aber die kompetenten Meister, wovon zum Beispiel Jesus Christus einer ist oder von mir aus Guru Nanak oder der heilige Kabir oder Buddha. Also damit meine ich wirklich die Meister, die keine Religion begründet haben, weil das wollten die eigentlich nie, sondern die immer nur die ewige und gleichbleibende Wahrheit versucht haben, den irrenden Menschenkindern beizubringen. Ja, und jetzt kommen wir zu den höheren Ebenen, denn dann kommt nach der Kausalebene, also nochmal, materielle Ebene, also physische Ebene ganz unten, wo wir sind, dann kam Astralebene, dann kam Kausalebene, ne? Kausal, da ist das Karma auch gespeichert, und plötzlich kommen wir in Superkausal. Das ist Parbrahm, da sind wir jetzt außerhalb der drei Welten. Da haben wir nur noch 50% Materie und 50% Geist. Das bedeutet, hier kippt das Ganze. Hier ist es jetzt vorbei mit dem Zugriff von Karl auf die Seele. Und ab hier beginnt letztlich Freiheit. Und das wird, geht sogar noch weiter, aber es geht dann immer noch weiter. Ja? Dann kommt so eine Grenzregion, das nennt sich die große Leere. Und zwar die Grenzregion von Dunkelheit und Stille. Und dann kommen wir zu der vierten Ebene, ja, das ist dann Bangwar Gupa, das ist die rotierende Höhle. Und da erkennt die Seele, dass sie niemand anders als Gott ist. Hier hört man den Klang der Flöte. Ne? Sie kennen die Sache auch von Krishna, der mit Flöte dargestellt wird, ja, und eben die Seelen anziehen versucht. Aber es geht noch immer weiter, denn unsere Heimat ist hier Satchkhand, das ist die fünfte Ebene. Hier ist alles Licht, das ist das wahre Zuhause. Und hier kommt ja dann der Klang der himmlischen Sphärenklänge, der Dudelsack zum Tragen, der eben im Inneren gehört wird. Und danach, also kompetente Meister kommen mindestens aus der fünften Ebene oder darüber. Und das sind wenige. Und über dieser fünften Ebene gibt es dann noch die rein spirituellen Regionen, Alak, Agam und Anami. Und in der achten Ebene, ganz oben, ist der namenlose eine,
alles unbeschreibbar. Müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber ich wollte Ihnen jetzt mal nur zeigen, dass das alles weitergeht. Und warum tue ich das? Die Motivation hinter diesem Video ist, weil mich natürlich E-Mails erreichen, ja, wie schaut es jetzt aus und wann räumt der Donald Trump hier jetzt wirklich endgültig auf und, und. Und ich möchte Ihnen folgende Botschaft einfach geben. Es geht jetzt nicht mehr groß um die Frage, wie es weitergeht, sondern wir sind an einem finalen Punkt angelangt. Mit der alten Welt ist jetzt mehr oder weniger Schluss. Wir sind an einem Ende eines Zyklus angelangt und jetzt ist nur die Frage, wo Sie in Ihrer seelischen Entwicklung stehen. Es geht nicht darum, ja, wann hört das jetzt wieder auf und wann wird es wieder normal. Das kann kommen oder nicht kommen. Darüber werden wir auch versuchen, einen Blick zu bekommen, indem wir verschiedene Länder analysieren und so weiter anhand der Horoskope. Aber was noch viel wichtiger ist, und das will ich Ihnen zurufen, und das ist der Grund dieses Vortrags, ist, dass Sie daran glauben und dass Sie das wissen, dass das Licht stärker ist wie Schatten. Und Schatten oder die Dunkelheit oder Satan, der belügt ja nicht nur die Menschen, dass die glauben, ja, dass sie durch ihn profitieren können, sondern was er noch viel extremer ist, er belügt sich ja selber am allermeisten, weil er sich selber nicht eingestehen will, dass er sich vor Gott verbeugen muss. Und vor dieser großen Lektion steht er, weil er jetzt erkennen muss, dass er nicht, auch er nicht ohne Gott sein kann. Und die 1000 Jahre, über die ich gesprochen habe, die sind jetzt zu Ende und das Gericht ist jetzt da. Und das ist dieses goldene Zeitalter. Und jetzt wird abgerechnet und es gilt für jeden einzelnen Menschen, wo er steht. Und die Menschen, die jetzt ihre innere Burg errichtet haben, voll im Gottvertrauen stehen, weil sie genau wissen, ich bin am richtigen Platz, ich bin geführt, es gibt Gott und ich habe meinen Blick primär auf ihn gerichtet, ja, kann nichts geschehen. Was soll da geschehen? Ja, wenn sie wissen, dass sie Kind des Königs der Könige sind, was soll da passieren? Was soll denn das sein? Andere Menschen, die werden versuchen, ja, aber ich muss das machen, um mich zu schützen, und dann muss ich das aufsetzen und das über mich stülpen und dann muss ich das retten und das und das. Natürlich, es ist verständlich, dass Menschen so reagieren, aber das drückt auch aus, dass sie die Prioritäten vertauschen, denn wenn wir unsere Priorität auf das Licht der Lichter richten, dann werden wir auch geführt und sind dort und dann sind wir auch in einem Verständnis und in einem Zustand, wo es uns anders geht. Das heißt nicht, ich möchte nicht das runterreden, dass das jetzt alles hier eine easy Nummer ist, denn es ist ja auch schwer mit anzusehen, was hier momentan geschieht. Und so möchte ich Ihnen, um das nochmal bewusst zu machen, worauf wir jetzt die Aufmerksamkeit richten sollten, hier auch, da gibt es einen schönen Psalm 146 in der Bibel, ja. Und da heißt es, Psalm 146, ich will meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Und dann heißt es weiter, bauet nicht auf die Fürsten dieser Welt, nicht auf die Menschen, bei ihm ist keine Hilfe. Also, der Herr Trump wird seine Rolle spielen und er hat auch das ein oder andere augenscheinlich schon ganz gut gemacht und besser wie andere, aber er ist nicht der Erlöser und der Retter. Die Rettung kommt nur hier, Ende im Gelände. Und es geht nicht darum, um irgendeinen Weltfürsten hier zu warten, der das erledigt, weil, ich sage es jetzt mal ein bisschen deutlicher, alles in diesen unteren drei Ebenen ist Staub.
Illusion, Maya. Und die Wirklichkeit, die Realität ist dort, wo das Licht ist. Und wo ist das Licht? Das sagen uns die Heiligen auch ganz eindeutig, das Reich Gottes ist in dir. Und es ist nicht ein Satz, der gemeint ist, so quasi, der sozusagen nur bildhaft gemeint ist. Nein, das ist wortwörtlich auch gemeint. Das bedeutet, dass wir durch Meditation, durch den Weg nach innen, durch das Gebet, durch Kontemplation, durch den Rückzug in unser Kämmerlein, in unser Herz, Gott gegenübertreten können, sofern wir selbstverständlich die Dinge aus dem Weg räumen konnten, die zwischen uns und dem Licht der Lichter oder Gott stehen. Und das ist eben das Ego oder die Angst oder die Furcht oder Kontrollzwang oder Eifersucht oder Zorn oder Ärger oder Sucht oder was weiß ich was. Ja, die Schriften sagen uns, dass Gott in uns hineingeht, wenn wir rein sind. Weil wenn wir da nicht grob aufgeräumt haben, was im Rahmen unserer Möglichkeiten steht, natürlich verbunden mit seiner Gnade, wird sich Gott nicht in uns als Gefäß, obwohl er schon drin ist, aber er wird sich dann nicht zeigen. Je reiner wir aber unsere innere Wohnung aufgeräumt haben, ja, und im Vertrauen sind und im inneren Frieden sind und in der Mitte sind und stabil sind und furchtlos sind und im Urvertrauen sind, dann werden wir immer stärker diese Verbindung von innen wahrnehmen und dann ist Führung da und dann wissen wir genau, so muss es sein. Da geht's weiter. Das ist der Weg. Das ist für mich jetzt dran und das ist gut. Und ich weiß, wenn ich jetzt hier bin, dann kann es sein, dass er mir morgen sagt, ich soll dort sein. Und dann habe ich auch keine Angst. Und deswegen nochmals, ich möchte Ihnen zurufen, ja, sich mit diesen erhebenden Inhalten, wie Sie Ihre Verbindung mit Ihrer allmächtigen Kraft intensivieren können, dass Sie sich diesbezüglich erinnern. Ich habe zu meiner Frau Bruni heute auch gesagt, ich habe auch die Bhagavad Gita schon öfters gelesen und das ist ja auch interessant, ne? Ganz im letzten Kapitel, ja, wenn man die ganze Bhagavad Gita durch hat, also die zentrale Schrift, der heilige Schrift der Hindus, da sagt dann der Gott Krishna, ist ja dort sozusagen die Bezeichnung, sagt er, und vorher wurde er erklärt, eben wie das Leben funktioniert, und am Ende sagt dann Gott zu seinem Schüler Arjuna, dem fragenden Menschen, ich habe dir alles erklärt. Du kannst jetzt machen, was du willst, du bist frei. Aber mein Tipp lautet, ergib dich einfach mir. Und ja, und wenn wir das tun, dass wir uns in Demut der allmächtigen Kraft beugen, ja, und dann wissen wir auch, dass wir geführt sind und das führt auch dazu, dass wir unseren Halt von innen bekommen und dann wissen wir auch genau, was wir zu tun haben und was wir nicht zu tun haben. Und eine pauschale Antwort darauf ist nicht möglich, denn Gott wirkt durch jeden Einzelnen individuell. Es gibt eine Regel, die die einzige Hoffnung für die Menschen in der jetzigen und kommenden Zeit darstellt. Und die einzige Hoffnung lautet, das einzige Zugeständnis, das von Gott der Menschheit gegeben worden ist, überhaupt für das Leben, das ist das Verstehen seiner Lehre. Das Verstehen, wie die Schöpfung funktioniert, das Wissen darüber, wie der Weg nach Hause gegangen werden kann. Und wenn die Sehnsucht da ist, dort wo Bedarf ist, wird auch geliefert, dann kommen auch zu den Menschen die Informationen, die sie lichtwärts bringen. Ansonsten ist man
selbstverständlich mehr wie die Nussschale auf dem Ozean, ne? Und man weiß nicht, wo man hingehört, und dann wird dann verliert man die Orientierung, aber das soll nicht sein. Jeder hat seine Aufgabe, seinen Platz, und egal was im Außen passiert, ja, wenn wir innen voll verankert sind, nicht nur basierend auf Glauben, sondern eben auch Wahrnehmung, weil es geht auch darum, Gott ist lebendig. Das ist nicht etwas, was man nur intellektuell bespricht. Gott ist für jeden Einzelnen erfahrbar. Und die Heiligen, die großen Heiligen, sagen uns das. Und sie brauchen ja bloß, bleiben wir in der christlichen Lehre, da waren ja so die Apostel, und die haben gesagt, ja, du redest immer über Gott. Ja, wo ist er denn? Wo kommt er denn her? Wie finde ich ihn denn? Und ich glaube, es ist im Matthäus-Evangelium, und dann sagt Jesus Christus zu den fragenden Aposteln und sagt, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden, sondern es ist inwendig in dir. Und was bedeutet es? Wir müssen unsere Aufmerksamkeit von der Welt wegnehmen, ins Gebet gehen, nach innen gehen, meditieren, Rückzug und seine Gnade bitten. Und leider wird halt auch vieles heute in den Bibeln falsch und das übersetzt. Das ist natürlich auch klar, weil dann lesen wir da drin, da heißt es dann, dann wird diese gleiche Stelle übersetzt, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden, sondern siehe, es ist mitten unter euch. Ja, das ist schon wieder eine ganz andere Aussage. Aber in den alten Texten steht klipp und klar drin, es ist inwendig in dir. Und dann muss ich suchen, nicht außen, sondern innen. Da ist das Paradies. Ja, es war mir jetzt zwar wichtig, auf das aufmerksam zu machen, und so möchte ich Ihnen noch ein schönes Gebet geben, jetzt nicht aus der Bibel, sondern aus den Upanishaden, den philosophischen Texten der Veden. Und da gibt es ein Gebet, das lautet wie folgt. Lieber Gott, führe mich von der Unwirklichkeit zur Wirklichkeit. Führe mich vom Tod zur Unsterblichkeit und führe mich vom Schatten ins Licht. Und da ist alles drin. Ja? Oder wenn Sie das Vaterunser beten, ja, dann ist es ja auch so, wenn wir hier mal ganz genau beten, ja, dann heißt es ja auch, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das setzt voraus, dass wir also wissen, was der Wille des Vaters ist. Und was ist der Wille des Vaters? Ja, dass sein Kind nach Hause kommt. Und jetzt ist die Frage, wie geht das? Das sind aber Dinge, das muss jeder für sich selber herausfinden. Nur nochmals, wir sind jetzt in einer besonderen Zeit, wo es den Menschen immer deutlich gezeigt wird, dass unsere wahre Heimat hier nicht ist. Nicht alle Wesen, die auf der Erde laufen, tragen den göttlichen Funken in sich, weil Satan hat auch Geschöpfe erschaffen, die aussehen wie Menschen, aber nicht Menschen sind, wodurch die Illusion erzeugt wird, dass die Masse ja das alles normal findet, was hier passiert, was aber nicht die Wahrheit ist. Sie kennen die Geschichte von Odysseus, Sie kennen die Themen des Labyrinths, Sie kennen die Themen von Maya, der Illusion und Täuschung, Spiegelwerk, Tricksen. Das ist eine Qualität, die eben jetzt über Jahrhunderte, Jahrtausende gewirkt hat und uns, wo wir uns auch irrleiten haben lassen. Das geht jetzt zu Ende, weil jetzt wird immer deutlicher, dass das nicht mehr geht, weil jede Lüge, die Satan machte, musste ja mit 10 weiteren Lügen gedeckt werden. Und das geht auf Dauer nicht, da kriegt auch der Satan Kopfschmerzen und jetzt fliegt das alles auseinander. Worum es aber in der Hauptsache geht, ist, dass sie wissen, wohin sie gehören und dass sie Zeit dafür einsetzen, diese Verbindung zu intensivieren
und ihre Reise nach innen anzutreten. Und Astrologie, richtig verstandene Astrologie, und darum unterrichte ich das auch als Lehrer der vedischen Astrologie, soll ihnen helfen, den Schleier, der zwischen ihnen und Gott steht, ja, zu entfernen, sprich durch Selbsterkenntnis, denn Selbsterkenntnis ist die Voraussetzung für das Ziel der Menschwerdung, nämlich die Gotteserkenntnis oder die, sprich, der Weg zur wahren Menschwerdung setzt Selbsterkenntnis voraus, ja, um dann sogar im höchsten Ziel eine befreite Seele zu werden, nicht mehr inkarnieren zu müssen, sondern nur noch dann, wenn es der Vater will, inkarnieren zu sollen, um vielleicht Menschen eine Orientierung zu geben, so wie es ja die anderen großen Seelen gemacht haben und vorgelebt haben, weil sie dann herabgestiegen sind und halt versuchen, die Familie einzusammeln. So, ich hoffe, es gibt noch so viel mehr dazu zu sagen. Ich könnte da so lange darüber sprechen. Deswegen sind wir jetzt die nächsten Jahre in einer besonderen Zeit. Und das lässt sich auch alles nicht in ein paar Sätze zusammenfassen. Jetzt ist schon wieder eine halbe oder dreiviertel Stunde rum. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, über dieses vedische Wissen, christliche Wissen zusammengeführt in Verbindung mit Astrologie, wie Sie das aus einer höheren Warte zu Ihrem eigenen Nutzen, besonders in der jetzigen Zeit, gut nutzen können, dann bleiben Sie hier in diesem Kanal und tragen sich auch ein in meinen Newsletter, ja, oder in meinen Rundbrief, sagen wir es mal schön deutsch, ja. Man muss ja nicht alles in Englisch sagen, wobei für mich ist es auch eine Brücke, weil letztlich kommen wir alle zusammen. Und so befindet sich auch unterhalb dieses Videos ein Link, wie Sie sich eintragen können, um meinen Rundbrief, meinen Newsletter erhalten zu können. Und der nächste wird ja Ende Februar erscheinen. Da geht es um die Zukunft von Deutschland, aber auch eingebettet in diese Dimension der Betrachtung aus einer höheren Ebene. Sprich, Sie wissen, wir sind in einer Phase des Kampfs Licht gegen Schatten. In den Veden ist auch immer die Rede der Kampf zwischen den Devas und den Asuras. Das ist das ewige Thema. Und da müssen wir wissen, wo wir in diesem Kampf zwischen Licht und Schatten halt einfach stehen. Und da sind wir jetzt an einem Ende angelangt. Ja, an einem Punkt, wo jetzt die Rechnung präsentiert wird, nämlich dem Anführer der Asuras. Auch der muss mal gerichtet werden, weil auch er kann sich dem Karma nicht entziehen. Und diese Rechnung kriegt er jetzt und wie wir vermuten müssen, schaut die nicht gut für ihn aus, weil er hat ja mit seinen Machenschaften weitergemacht, inklusive derer, die sich ihm verkauft haben oder angeschlossen haben. Und wir haben aber einen freien Willen und es gibt die göttliche Gnade, die wir durch Gebet, Hingabe, dadurch, dass wir die Aufmerksamkeit auf das Licht richten, versuchen können herabzurufen, auch primär dadurch, indem wir an uns arbeiten und uns verändern. Ist ja ganz wichtig, ja. Und dann können wir eben auch den Weg umkehren, ja, und zurückgehen von dort, woher wir gekommen sind. Und das ist jenseits der drei Welten. Die fünfte Ebene und darüber, wo unser Vater seit Äonen von Zeitaltern auf uns wartet. Diese Welt ist nicht unsere Welt, auch wenn es viele immer anders sehen wollen. Ich komme da für mich, für mein Verständnis insgesamt zu keinem anderen Ergebnis und das muss jeder für sich selber herausfinden. Ich will da niemand um Gottes Willen überreden, aber ich wollte ihn einfach mal vom Schöpfungsaufbau mit diesen acht Ebenen da ein anderes Bild geben. Und wenn man über dieses Thema herangeht, dann sieht man auch, dass das der gemeinsame innere Kern aller großen Weisheitslehren der Welt ist und dass eben der Weg zurück zu ewigem Glück und Licht und Beständigkeit, frei von Krankheit und Tod und Täuschung,
nur über den inneren Weg geht. Und das hat etwas damit zu tun, die Aufmerksamkeit nach innen zu bringen, denn Gott befindet sich hier am 10. Tor, am Sitz der Seele, das ist hier, deswegen haben die Inder auch hier mal einen Punkt, das ist ja alles nicht vergessen. Und so ist der springende Punkt der Menschwerdung die Öffnung des inneren Auges, denn nur dadurch werden wir fähig, Gott zu sehen. Und es heißt ja auch in der Bibel, schauet den Herrn. Ja? Das soll nicht alles auf einfachen Glauben basieren. Glauben ist die Voraussetzung, dass wir es überhaupt uns in die Richtung hinbewegen können, dass es eine Macht, eine allmächtige Kraft, eine göttliche Ordnung gibt. Ja? Denn wir können nur das auch sehen, woran wir glauben. Und deswegen steht auch Glauben über dem Intellekt. Denn der Intellekt ist nur die dritthöchste Form der Intelligenz. Über dem Intellekt steht noch die emotionale Intelligenz und über der emotionalen Intelligenz steht noch die Inspiration oder Intuition, die Verbindung mit dem Geist. Dann wissen wir einfach durch innere Schau oder durch, weil das Feuer innen so stark ist, dass das vollkommen klar ist, dass es nur so sein kann. Ja, das war jetzt hoffentlich eine für Sie inspirierende, mutmachende Motivation, ja, wie Sie sich mehr innerlich ausrichten können und Ihren inneren Anker noch mehr verstärken können, noch mehr in Ihre wahre Kraft kommen. Und die liegt nur, ich sage es nochmal, sie liegt nur dort. Und wenn Sie das zur ersten Priorität machen, dann kommt der Weg, dass es außen leichter wird, ja? Oder ich sage es wieder mal biblisch, ja, weil dann wir leben halt nun mal in der westlichen Kultur. Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und dann wird alles andere dazugegeben. Also, wenn wir uns zuerst auf den Paramatma, die Überseele, Gott in unserem Inneren ausrichten, was nur durch Rückzug, Gebet, Meditation und so weiter möglich ist, dann wird die Verbindung intensiviert und dann wird das Leben auch im Außen leichter, weil die göttliche Gnade zum Tragen kommt. Dazu gehört aber, dass wir das, was zwischen Gott und uns steht, entfernen. Und das ist Manas, das Gemüt, das Ego, dieser Schleier, das falsche Ego und vor allem kranke Ego, wo wir noch Recht haben müssen und Anerkennung brauchen und in der Angst sind. Das hindert uns in dieser Verbindung. Gut, ich denke, das ist der einzige Weg. Der einzige Weg ist die ehrfürchtige Verbeugung vor der allmächtigen Kraft, vor Gott und nochmals Gott und wie es seit Anbeginn der Zeit durch seine Propheten, ob Jesus Christus, Mohammed, Guru Nanak, Sankirpal Singh, Zoroaster, Buddha, es ist egal, die großen kompetenten Meister eben gelehrt wurde. Und wünsche ich Ihnen, dass Sie mit diesen Gedanken Bestätigung finden, was Sie vielleicht schon immer spürten, dass das hier nicht unsere wahre Heimat ist. Und so soll uns die Astrologie oder die Selbsterkenntnis, aber auch die Erkenntnisforschung über das eigene Land, die eigene Kultur. Sie wissen, ich mache ja auch Videos über Deutschland und so. Nur dabei helfen, uns besser zu verstehen, wer wir sind, wie wir sind, wohin wir gehören, wohin wir gehen, ja. Und dann können wir auch immer mehr uns Richtung innere Mitte bewegen und immer mehr zu unserer Quelle kommen, zu Sat Chit Ananda, ewige Glückseligkeit. Denn das ist das Ziel. Der Mensch soll nicht leiden. Ja, oder glauben Sie, dass Gott möchte, dass seine Kinder leiden? Ja, niemals. Ja. Sie sind auch Eltern vielleicht, genauso wie ich. Ja, dann wissen Sie genauso, dass Mama und Papa nicht möchten, dass die Kinder leiden. Ja.
Und okay, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie die nächsten Monate und Jahre, wo dieses Schöpfungsbild, was ich Ihnen hier gezeigt habe, immer mehr offenbart wird, wo wir uns hier wirklich befinden, dass Sie das für Ihre eigene Erhebung und Ihre Rückkehr und Überwindung der Illusion, dass Sie diese Zeit bestmöglich nutzen können. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald zum nächsten Video.